Ja, herzlich willkommen zurück zum dritten Teil meiner kleinen Einführungsrunde in Train Fever. Ich habe mir auch gerade nochmal einen neuen Kaffee geholt. Es ist immer noch Samstagmorgen, grau in grau, es wird langsam Herbst. So. Ja, Eisenbahnlinie. Wenn ihr dann irgendwann mal in die Verlegenheit kommt, eine neue Eisenbahnlinie zu gründen, beziehungsweise eine neue Stadt an euer Netz anzuschließen, dann wird es langsam Zeit für Signale. Wie sind diese aufzustellen? Und zwar folgendermaßen. Ich habe jetzt hier. Ach, das soll ich sagen, noch von vorhin. Also das. Ich reiße es mal symbolisch ab, weil das hat sowieso keinen Nährwert. Dass er jetzt durcheinander kommt. So. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Bahnhof und ich könnte jetzt rein theoretischerweise diesen Bahnhof abreißen und ihn zweigleisig machen. Das ist aber nur die Theorie. Praktisch geht es eigentlich nicht, weil wenn ich den jetzt abreiße und ich möchte an dieselbe Stelle den Bahnhof setzen, zweigleisig, dann benötigt dieser Bahnhof mehr Platz. Und es würde bedeuten, ich müsste hier ein paar Häuser abreißen. Und da das ganz viel Geld kostet, mache ich das eigentlich nie. Und ich entscheide mich dann immer für die Signalvariante, die dann den einfließenden Verkehr steuert. Falls ich dann doch irgendwann mal in Verlegenheit kommen müsste, den Bahnhof zu vergrößern, zum Beispiel durch einen dreigleisigen, dann muss ich dann halt doch den Bahnhof weiter nach draußen setzen, muss dann dementsprechend die Gleise anpassen. In dem Fall habe ich aber die Signalvariante gemacht und die funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt zwei Züge, die den Bahnhof verwenden, ja, und zwar ist es einmal die L1, E1 Linie, die hier von Wilhelmsfeld runterkommt und einmal die zweite Linie, das ist die E2. Deswegen heißt es auch zweite Linie. Das ist die E2, die hier von Grappen irgendwas da kommt. Ich weiß jetzt nicht, wie das Grappenstieden kommt und Personen transportiert. Und das ist eigentlich recht einfach gemacht hier mit den Signalen. Ihr setzt einmal an die rechte Seite ein Signal hin. Mal kurz gucken. So wie es hier abgebildet ist, so setzt ihr eigentlich die Signale. Einmal rechts ein Signal, einmal an der Seite ein Signal für den Lokschuppen und einmal hier auf der anderen Seite. Und wichtig ist, dass die Signale immer rechts sind, ja? Also, das heißt, wenn jetzt hier ein Zug kommt von hier oben und befindet sich schon einer im Bahnhof, dann wird der Zug gestoppt durch dieses Signal, das auf der rechten Seite steht. Das ist eigentlich das ganze Hexenwerk. Und es funktioniert sehr gut. Ihr braucht da auch manuell irgendwie nicht rumdrücken, dass da irgendwelche Signale umgestellt werden und so. Braucht ihr euch alles nicht drum kümmern. Das macht die KI ganz automatisch. Und ich habe das auch schon beobachtet, weil ich habe am Anfang auch ein bisschen Schiss gehabt, dass sie ineinander rumpeln. Das funktioniert einwandfrei. Also im Moment ist es so, die Signalstellung hier kommt von oben hier ein Zug, ist einer drin, dann hält er hier an. Ist der Zug von hier oben hier drin, kommt ja von unten einer die E2-Linie oder kommt er aus dem Lokschuppen, dann wird er beziehungsweise durch dieses Signal gestoppt. Und der wartet dann so lang, bis der andere wieder verschwunden ist. Wichtig ist halt, dass ihr diesen Zug dann auch wirklich wieder hier zurückführt und nicht eure Linie vergrößert, dass der Zug dann hier weiter runter will. Das geht natürlich nicht. Dann kommt ihr nicht über ein zweites Gleis hinaus. Beziehungsweise braucht ihr unbedingt ein zweites Gleis. Das ist eigentlich die ganze Signalgeschichte. Die ist relativ einfach gestrickt. Die finde ich auch gut so. Das ist völlig ausreichend. Richtigen Bahnersignale brauche ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht, weil dann wird es zu komplex und das vermisst ja vielleicht dann auch den Einstieg für Leute, die da nicht so tief in der Materie sind. Kommen wir nun zu meiner zweiten Route, die möchte ich auch noch mal kurz vorstellen. Und zwar ging es da auch ein bisschen die Ressourcen bzw. die Geldressourcen zu schonen. Es ist eine Mischstrecke, sage ich so schön. Muss man husten. So. Und zwar
habe ich als erstes mal, beziehungsweise Ziel war es, ich wollte dann endlich mal Güter transportieren. Und zwar da, wo es wirklich Geld gibt, und zwar bei dem Transport von Eisenerz und Kohle und die Umwandlung in Güter. Das ist hier in dem Stahlwalzwerk, findet es statt. Und das wollte ich diesmal über den Zug machen, weil ich wollte mal wissen, was das mir so an Einnahmen generiert. Da kommt auch gleich der Zug. Ist der voll beladen? Ah, ne, der fährt gerade raus. Dann lassen wir noch ein bisschen fahren. So. Bevor ich das aber angehen konnte, muss ich mal als erstes mal wieder die Höhenlinien anschauen. Ach, die sind noch eingeschaltet. Und habe mich dann als erstes mal entschieden für eine Personenverbindung von Boddenbach zu diesem Graben. Als erstes. Damit ich schon mal eine gewisse Grundeinkommen habe. Und die habe ich einfach mehr oder weniger durchs Tal gezogen. Das war auch relativ einfach. Hier bin ich auch wieder vorangegangen, dass ich als erstes mal den Bahnhof gebaut habe. Anschließend die innere Linie gebaut habe. Mit dem Stadtbus mehr oder weniger. Und ich bin auch hier bei dem Bahnhofsbau, wie ihr seht, habe ich auch gleich einen zweigleisigen Bahnhof gebaut, weil ich gewusst habe, dass ich dann später zum späteren Zeitpunkt irgendwann mal darunter fahren will, beziehungsweise die Holstedt miteinander verbinden will. Das war mir schon klar, deswegen habe ich da gleich einen zweigleisigen Bahnhof gebaut. Und im Moment ist es auch noch so, ich könnte den auch noch hier hinten rausführen, wenn ich vielleicht irgendwo in die Richtung nach Jatzke will. So, das war der erste Schritt. Und die Strecke, die habe ich dann auch, ja, beziehungsweise eingeweiht durch eine neue Linie. Das ist die E2. Wie ihr seht, die ist noch relativ jungfräulich, beziehungsweise ich habe da im Moment nur drei Waggons. Da könnten wir wahrscheinlich demnächst auch mal aufrüsten. Da stehen noch 1,5 bayerische Wägen rum. Ich habe es gleich umgerechnet, falls ihr euch fragt. Also 1,5 bayerische. Ja, aber das sind zu wenig. Das sind im Moment nur 13 Leute, das sind auch 1,5 bayerische Wägen. Ich fahre sogar mit einem halben Waggon wieder zurück. Mit einem ganzen leeren Waggon. Und das ist schon fast viel zu viel, aber da habe ich ein Auge zugedrückt, weil da unten so viele Leute stehen. Gut, das dazu. So, als nächstes bin ich dann das Projekt angegangen mit dem Transport. Gütern. Und zwar habe ich dann mir gedacht, mal diese Linienverbindung, die kosten einen Haufen Geld, dann machen wir halt eine Mischverbindung. Also ich habe als erstes mal meinen Bahnhof hier gebaut, habe den angeschlossen an die Straße, damit die auch ihre Güter hierhin transportieren können automatisch. Habe als nächstes, genau, die erste Linie gebaut, und zwar bin ich dann als erstes mal mit der Eisenbahnlinie hier entlang, habe mich angeschlossen ans Netz und hier kommen meine Signale zum Einsatz. Also, falls der Zug von hier kommt und von hier, beziehungsweise falls von hier auf der Strecke, auf der einspurigen Zug unterwegs ist, wird der Zug von hier oder von hier gestoppt, damit es nicht zum Crash kommt. Es kann ja immer nur auf der Linie einmal der Personenzug unterwegs sein, der hier entlang will. Oder der Güterzug, der hier entlang will. Dann habe ich die Strecke, nachdem ich dieses Stück genutzt habe, habe ich sie wieder auseinandergeführt in Richtung Bergwerk. Und dann habe ich dann auch als erstes wieder den Bahnhof gebaut. Und wie ihr seht, habe ich da mit der Eisenbahnlinie schon ein bisschen rumgepfuscht gehabt, weil die hatte ich nämlich erst irgendwie hier entlang geführt. Ich hatte, glaube ich, in dem Fall habe ich, glaube ich, erst die Linie gesetzt. Ich weiß nichts mehr. Ja, genau. Ja, als erstes die Schleife gesetzt gehabt. Bis zur Zusammenführung. Und wollte dann im Bahnhof setzen, aber gesehen, dass es da nicht geht. Dann habe ich das wieder abgerissen. Und es kostet alles Geld. Deswegen schaut, dass ihr am Anfang als erstes den Bahnhof baut und dann die Linien bzw. Strecken zusammenführt. Und hier ist es dann auch so, dass die Signale auf der rechten Seite sitzen, um die Züge, die von hier kommen, abzufangen, falls sich hier noch ein Zug befindet, ja. Also wenn es hier der Personenzug ist, der wird hier abgefangen, dann kann auf der Strecke nur der Güterzug sein, der hier entlang fährt. Falls der Güterzug von hier kommt, dann kann es sich auf der Strecke nur noch um Personenzug handeln, der dann hier abgeführt wird.
Gut, dann ging's weiter. Dann wollte ich eigentlich, habe ich mir gedacht, auf die eingleisige Strecke weiter zurück, aber dann habe ich gesehen, dass ich dann doch zu weit, beziehungsweise zu weit einen Bogen fahren muss und habe mir gedacht, naja, dann kann ich es auch gleich wieder auseinanderführen. Ich habe diese komische Z-Kreuzung, habe ich zwar dann noch gemacht, der Vollständigkeit halber, habe auch noch Signale gesetzt, die richtigen natürlich, aber der Zug, der fährt eigentlich nicht mehr entlang, das ist mehr oder weniger nur ein Ausweich aus irgendwelchen Gründen, die ich vielleicht jetzt noch nicht kenne. Also der Zug fährt dann hier entlang, fährt hier ein, liefert seine Materialien ab und ja, das war's dann eigentlich schon. Die Besonderheit an dem Güterzug ist, sehen wir an den Wagen. Jetzt muss ich doch mal kurz. Wo ist ein Lokschuppen? Da ist ein Lokschuppen. Und zwar, der hat eine Kapazität von 4 Kohle, 4 Eisenerz. Und das ist jetzt nicht ein Entweder-Oder, sondern das ist ein Und. Also ihr könnt auf den Waggon 4 Kohle und gleichzeitig 4 Eisenerz transportieren. Das seht ihr nämlich hier wunderschön. Das war mir am Anfang auch nicht klar. Ich habe gedacht, ich brauche immer zum Beispiel für den Transport von Kohle brauche ich nochmal zwei separate und dann brauche ich nochmal zwei für Eisenerz, aber so ist es nicht, sondern die werden gleichzeitig transportiert. Weiß nicht, wie die das machen. Also ich habe jetzt im Moment 5 Waggons, da kann ich 20 Kohle transportieren und 20 Eisenerz gleichzeitig und im Moment transportiere ich 19 Eisenerz. Weiß nicht, das ist wahrscheinlich nur im Aufladen, ja genau. Jetzt sind wir 20. Insgesamt 40 Einheiten, das ist schon ganz ordentlich. Und ich könnte noch mehr transportieren, sehe ich gerade, wie viel liegt da noch rum. Also ich werde den Mix auch vergrößern. Und das bringt jetzt wirklich Kohle. Das werdet ihr auch gleich sehen. Dann zeige ich euch mal, was das für Einnahmen generiert. Mal einen Schluck Kaffee. Schon wieder ans Mikrofon gekommen. So, na komm, fahr zu. So. Und sind 410.000. Ja, Transportmillionär ist freigeschalten worden. Schön, dass ich Spiel nicht speichere, weil ich dann noch hinten nochmal von dem alten Spielstand anfange. Also, da wird richtig Kohle gemacht, 410.000. Und, ja. Der lädt noch ab. Und was jetzt interessant wäre, um die Strecke dann weiter auszubauen, wo ist der Güterverkehr? Wo fließt der hin? Beziehungsweise wo sind die fertigen Produkte? Und die fertigen Produkte werden zurzeit über den Landwegweg hier abgeführt in Richtung Bottenbach. Und das wäre jetzt eine schöne Erweiterung, die ich dann machen könnte und die ich wahrscheinlich auch angehe, um dann die per Eisenbahn weiter zu transportieren. Weil das wäre ja auch möglich. Weil wenn der aus dem. Das seht ihr jetzt auch, wie die Güter jetzt langsam hier rüber transportiert werden, ist auch eine feine Sache. Weil wenn das Produktionsunternehmen Stahlwalzwerk sieht, oh hoppala, ich habe hier eine weitere Verbindung nach Bottenbach und ich transportiere sowieso meine Güter alle nach Bottenbach, dann wird er diese Eisenbahnlinie verwenden. Und das ist auch ein Ding, was ich demnächst angehen werde. Werde ich wahrscheinlich irgendwo hier unten noch einen Bahnhof bauen oder vielleicht doch den ausbauen, wobei der ist nur für Personen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist, ob man da einen Mischbetrieb machen kann. Wahrscheinlich werde ich einen neuen Bahnhof irgendwo im Industriegebiet bauen, weil den müsst ihr Landnutzung, den müsst ihr in der Nähe von diesen blauen Häuschen bauen, von den Industriegebäuden. Ja, kurz nochmal dazu, diese Eisenbahnlinie erst dann bauen, wenn ihr wirklich gesicherte Einnahmen habt durch Personentransport. Vorher braucht ihr das gar nicht anfangen. Und versucht auch nicht, was ich auch mal fälschlicherweise gemacht habe, irgendwie per Straße die Güter zu transportieren. Könnt ihr vergessen, bekommt ihr nicht solche Einnahmen generiert.
Der wird euch auch gar nicht so viel Kohle zur Verfügung stellen. Ich hatte es mal, ich hatte da so ein, na, diese, wie heißen die wieder? Wie heißen diese Haltestellen? Diese Ladeplätze habe ich mal einen hier hingestellt bei einem anderen, bei einem von den Anfangsspielständen, beziehungsweise Anfangskarten, hatte ich mal da einen hingestellt und da ist gerade mal eins abgeladen worden. Also ich hatte da gar nicht den Zufluss, weil diese Bergwerke, die wollen halt schnell, dass ihre Sachen wegtransportiert werden und es geht halt wirklich nur über diese, ja, über diese Eisenbahnlinien. Also der nächste Schritt wäre wirklich, die Waggons hier weiter, die Waggons zu erweitern, also nicht nur mit 5 rumzufahren, sondern vielleicht mit, ja, mit 6 oder 7, um noch mehr Einnahmen zu haben. Und anhand von den Einnahmen könnte ich mir dann locker diese Wegstrecke leisten. Wie ihr seht, kann ich mir die jetzt auch schon leisten. Ja, das dazu. Ja, und so entwickelt sich das dann immer weiter. Ihr könnt dann weitere Städte verbinden mit Personentransport, könnt die einzelnen Städte untereinander, beziehungsweise mit Linienversorgung anhand von der Bevölkerungsbewegung, die ich euch im vorhergehenden Teil gezeigt habe. Und irgendwann könnt ihr dann auch eine Eisenbahn, eine Straßenbahn bauen. Da gehe ich auch nochmal ganz kurz ein. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, Straßenbahn zu bauen. Da braucht ihr aber als erstes mal Tramgleise. Und da hier im Stadtgebiet ja überall schon Straßen vorhanden ist, wäre es ja blödsinnig, richtige Straßen mit Tramgleisen zu bauen. Sondern die könnt ihr einfach hier erweitern. Seht ihr ja auch schon, ihr könnt jetzt hier eine Straßenbahnlinie entlang führen und dann wird die Straße eigentlich, also die vorhanden ist, nur noch ausgefüllt mit den Gleisen. Das kostet euch natürlich, aber günstiger als Neubau. Was hier auch schön ist, jetzt schaut mal bitte auf das kleine Symbol hier. Jetzt erhaltet ihr so eine Zusatz für Straßenbahn. Das sagt halt aus, dass diese Haltestelle auch von Straßenbahnen angefahren werden kann. So, währenddessen hier nur der reine Busverkehr möglich ist und dann seht ihr, habt ihr gleich einen Überblick, was mit Straßenbahn möglich ist und was nicht. Was ihr auf jeden Fall benötigt für den Straßenbahnbau, das ist ganz wichtig, ist einmal ein Straßenbahndepot. Da könnt ihr euch dann die, wie bei den anderen Depots, die Trams kaufen. Im Moment anfangen tut ihr eigentlich mit der Pferdebahn. Beziehungsweise das erste Transportmittel, was straßenbahnmäßig zur Verfügung steht. Dann gibt es die Dampftram und dann gibt es die Stadtbahn. Die habe ich zurzeit im Einsatz. Ihr müsst auch keine Oberleitungen bauen. Das funktioniert anscheinend automatisch in dem Fall. Vielleicht ist es eine, keine Ahnung. Bei den Straßenbahnen braucht ihr keine Oberleitung. Bei den Eisenbahnen werdet ihr wahrscheinlich später Oberleitungen benötigen. Da bin ich mal gespannt, weil soweit bin ich ja noch nicht. Ja, und dann könnt ihr halt dann auswählen, macht ganz normal eure Linien, wie ihr es gewohnt seid, von den Eisenbahnen oder von den Straßen. Und das war's dann eigentlich auch schon. Halt, was ich noch vergessen habe, ihr braucht auf jeden Fall einen Wendehammer. Einen Trambahnhof, genau. Den braucht ihr auf jeden Fall. Ich habe mir nämlich am Anfang hatte ich keinen und ich habe meine Strecke hier gemacht und ich denke mir, wieso führt denn der so komisch die Linien hier rum? Da hat er, also da hat er irgendwie, also ich hatte hier die Strecke hier als Linie markiert und dann ging aber die farbliche Markierung irgendwo hier hinten raus. Da habe ich gedacht, das gibt's so nicht, das sind gar keine Gleisen. Und irgendwas hat da nicht gestimmt und erst als ich diesen Bahnhof gebaut habe für Straßenbahn, dann wurde es richtig angezeigt. Also hätte ich den irgendwie so auf Reise geschickt, der wäre wahrscheinlich irgendwo stehen geblieben und gesagt, er findet keine Verbindung oder so. Also dieses Ding braucht er auf jeden Fall. Wahrscheinlich zum Wenden oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist notwendig. Ja, das war es eigentlich zu den Straßenbahnen. Ansonsten gibt's da sonst noch irgendwas zu sagen? Ich habe jetzt die Stadtbahn, habe ich in der Verwendung. Ja, 9 Passagiere, 30 Jahre lang Lebensdauer, kostet natürlich einiges.
und spielt mir im Moment, mal gucken. No, die S1. S für Straßenbahn. Dickes Minus ein, sehe ich gerade. Bringt im Moment nicht viel. Okay, das ist im Moment ein Minusgeschäft. Wieso eigentlich? Weil nicht so genügend Leute da zur Verfügung stehen. Gut. Könnten wir jetzt überlegen, die Linie einzustellen, das ganze Projekt einzustampfen, aber ich lasse es jetzt erstmal laufen, weil ich denke mir mal, die Stadt wird auch größer und vielleicht wird dann diese Linie dann irgendwann noch besser angenommen. Also hier habe ich da wahrscheinlich einen Fehler gebaut bei der Stromüberwachung der Leute. Bin ich nicht auf die Bedürfnisse eingegangen, habe einfach irgendwas gebaut wahrscheinlich. Und das rächt sich natürlich jetzt. Gut. Ja, ansonsten, sehr feines Spiel bis jetzt. Da ist ein Add-on geplant. Ich bin mal gespannt, was da noch dazu kommt. Von den Gütern, viele werden jetzt rumjammern, oh, da gibt es nicht so viele Güter, die man von A nach B und aus da was transportieren kann. Das ist ja im Moment nur dieses Holz, das ist Eisenerz, Kohle und Öl. Aber ich muss sagen, das ist ausreichend. Ich brauche da nicht jedes Fitzelchen im Moment. Die Herausforderung ist schon groß genug. Was schön ist beim Eisenbahnbau, dass ich da relativ viele Freiheiten habe. Ich bin jetzt nicht so eingeschränkt wie mit, wo waren das? Bei irgendeinem Simulator, der umsonst war, weil es irgendwie Nachfolger von Transport Tycoon, dass der auf quadratische Felder oder so gesetzt hat. So eine Art, wo die ganze Landschaft in quadratische Felder eingeteilt waren und man Eisenbahnlinien nur beziehungsweise Kurven nur im 45-Grad-Winkel anlegen konnte. Ich glaube, das war das so. Und hier ist es halt schön. Hier ist es so mehr in die Richtung von Railroad Tycoon. Da konnte man ja die Strecken auch relativ frei wählen. Ja. Aber Schmankerl ist nach wie vor an dem ganzen Spiel einmal die Höhenlinien. Auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig für euch, wenn ihr das spielt. Und natürlich die Ströme in den einzelnen Städten zu beobachten. Einmal von den Personen. Wohin laufen sie? Was wollen sie? Und ja, und der Güterverkehr natürlich, den man auch sehr schön beobachten kann und dann entscheiden kann, welche neue Wegstrecke, welche neue Linie man ins Leben ruft. Ja, es wird von der ganzen Geschichte keine Let's Plays von mir geben, weil ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen eintönig wird. Außerdem habe ich ja, wie ich schon im zweiten Teil angedeutet habe, Probleme mit der Aufzeichnung. Da verwende ich zurzeit MSI Afterburner und es ist nicht so der Burner, aber es ist, ich möchte nicht rummosern, es ist ein kostenloses Tool und es ist schon in Ordnung. Also meckern darf man da nicht. Mal einen geschenkten Gaul schaut mir nicht ins Maul. Wenn es was Neues gibt, ich bleib da auf jeden Fall dran, weil ich spiele es jetzt auch ein bisschen. Und wenn es was Neues gibt und es ist was Interessantes und es oder ich entdecke neue Dinge, die ich vielleicht ja als berichtenswert sehe, dann werde ich auf jeden Fall mal wieder einen neuen Screencast machen. Muss dann vielleicht auch wieder mehr in die Richtung Tipps und Tricks geht. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie rein. Diese Fragen kann ich euch auf jeden Fall beantworten. Und wenn nicht, dann schaue ich mir das Ganze mal an, werde es erkunden und sobald es dann eine Lösung dafür gibt für eure Fragen bzw. eure Probleme, werde ich dann auch einen Screencast machen, weil das ist echt ein interessantes Spielchen. Und wie gesagt, ich werde da dranbleiben. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls es euch nicht gefallen hat, könnt ihr es auch in die Kommentare reinschreiben. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.